Die 24. Olympischen Winterspiele werden vom 4. bis zum 20. Februar in der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen. Die Eröffnungsfeier findet im Nationalstadion statt, in dem bereits die Sommerspiele 2008 eröffnet wurden. Peking ist damit die erste Stadt überhaupt, die sowohl Winter- als auch Sommerspiele ausrichtet. 7 neue Wettbewerbe stehen auf dem Programm, die bei den vergangenen Winterspielen 2018 noch nicht dabei waren. Im Skispringen, Freestyle-Skiing, Snowboard-Cross und Short-Track sind erstmals Mixed-Team-Wettbewerbe geplant. Zudem finden Big-Air-Wettbewerbe für Männer und Frauen im Freestyle-Skiing und ein Monobob-Rennen der Frauen statt. Deutschland wird mit 148 Athletinnen und Athleten vertreten sein, 5 weniger als bei den Winterspielen 2018. In 109 Wettkämpfen werden Goldmedaillen vergeben, 52 bei den Männern, 46 bei den Frauen und 11 im Mixed-Wettbewerb. Aufgrund der Zeitverschiebung finden die meisten Wettkämpfe zwischen 2 und 17 Uhr deutscher Zeit statt. Den ewigen Medaillenspiegel führt Deutschland mit 150 Goldmedaillen seit den ersten Winterspielen im Jahr 1924 an. Auf den Plätzen 2 und 3 liegen Russland und Norwegen. Die erfolgreichste Winterolympionikin aller Zeiten ist die norwegische Langläuferin Marit Bjørgen, die von 2002 bis 2018 insgesamt 15 Medaillen gewann, davon 8-mal Gold. Die nächsten Winterspiele sollen im Februar 2026 in Italien stattfinden. Mailand und Cortina d'Ampezzo teilen sich die Ausrichtung.